Hallihallo liebe Community, heute wieder ein neues Video zum Tesla Model S. Gebrauch kaufen, lohnt sich das? Ist es gut? Wir erklären das. Der Kanal möchte sich zukünftig entwickeln. Ja? Was heißt das? Wir wollen zukünftig mehr Videos produzieren und euch Autos näher bringen, die momentan am Markt sehr präsent und relevant sind. Es geht allerdings nur, indem ihr mir helft, dieses Video zu teilen, zu liken und zu abonnieren. Es kostet euch nichts, hilft mir aber enorm. Wenn ihr dieses Video liked, abonniert und teilt, werde ich zukünftig verlosen an Preise, wo ihr mir dann eure Rechnungen schickt und wir diese Rechnungen zahlen. Wir testen heute einen Tesla. Und zwar, wir schauen uns an, ist ein Auto gebraucht zu kaufen. Das Thema ist, momentan, wenn man ins Internet reinschaut, sind sehr viele von diesen Fahrzeugen zu recht guten Preisen zu haben. Also das Fahrzeug würde um 24.000 Euro vom Tisch gehen. Und wir schauen uns das an, wie schaut so ein Auto nach ein paar hunderttausend Kilometer aus? Kann man das kaufen? Passt die Preis-Leistung? Kaufargumenten für so ein Auto steht da. Ja. Das Gute ist, dadurch, dass das Auto jetzt schon ein bisschen älter ist, und zu Beginn hat man das ja verkauft, im Prinzip mit dem Laden. Das heißt, man ladet bei dem Fahrzeug gratis. Was definitiv ein Kaufargument ist, wenn man mich fragt, weil im Endeffekt Spritkosten und Ladekosten sind mittlerweile auf ziemlich gleichem Niveau auf Schnellladesäulen verglichen zu einem Benziner oder einem Diesel. Mit dieser Option wird das Auto natürlich sehr viel attraktiver. Gerade in Österreich, wo du natürlich keine motorbezogene Steuer zu zahlen hast. Wir befinden uns in dem eigentlich sehr schönen Model S. Wir sprechen hier von einem Fahrzeug, das 347.000 Kilometer am Dach hat. Ja? Natürlich sagen da jetzt viele gleich einmal, wow, das ist ein Wahnsinn, viel Kilometer. Aber so sehe ich das gar nicht, weil im Endeffekt muss man sich da ganz ehrlich sein, bei diesen Autos, motorisch betrachtet, kann da nicht unbedingt viel kaputt werden. Ja? Natürlich kann was kaputt werden, das brauchen wir nicht diskutieren. Und wenn es kaputt wird, dann löhnt es da auch anständig. So ein Batteriepack kostet 18.000 Euro in so einem Fahrzeug. Auch der Elektromotor, da bist du ganz schnell zwischen 3.000 und 8.000 Euro los, je nachdem was kaputt ist, ob der ganze Motor tauscht werden muss und so weiter. Aber die Technik ist eigentlich sehr, sehr selten anfällig, dass sie kaputt wird. Ja? Was wir aber definitiv auch noch besprechen müssen bei so einem Fahrzeug, ist, wenn man sowas kauft, welche Kosten können auf einen zukommen? Die schlimmsten Kosten, die auf einen zukommen können, ist natürlich Batterie und Motor. Deshalb empfiehlt sich da zumindest ein Ankaufstest oder eventuelle Garantie wie in dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat nämlich noch Garantie. Wenn ich eine Garantie habe für ein, zwei Jahre, bin ich da mal auf der sicheren Seite. Ne? Das heißt, ich kaufe das Auto nicht und habe dann in 3 Monaten das Problem, dass 18.000 Euro fällig werden und muss das Auto wieder verkaufen mit einem riesen Wertverlust. Das Gute dabei ist natürlich das, bei dem Fahrzeug jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, den größten Wertverlust hat der schon hingelegt. Das Auto 24.000. Das heißt, er hat im Prinzip mehr wie 75% verloren. Natürlich mit 350.000 Kilometer, ja. Aber es gibt im Internet durchaus Autos mit 180.000 bis 220.000 Kilometer mit der gleichen Leistung. Das ist ein ehemaliges Taxi oder jetzt immer noch ein Taxi. Und es gibt natürlich Punkte, die wir bekritteln können am Tesla, aber rein vom Fahrpreis her, beziehungsweise die Kosten, die entstehen können, bin ich da eigentlich recht sicher, weil irgendeine Gelenke oder mal eine Spur einstellen, das habe ich bei jedem Fahrzeug das Risiko. Die Bremsen tauschen, die tauscht noch, also der Eigentümer von dem Fahrzeug hat mir gesagt, dass er die vorderen Bremsen nach 180.000 Kilometer tauschen musste und die hinteren sogar erst ab 300.000 Kilometer. Also auch da entstehen eigentlich keine massiven Kosten. Und meiner Meinung nach ist das definitiv ein Kaufargument. Ja? Ob das aber wirklich kaufbar ist de facto, das schauen wir uns heute an. Ich möchte wissen, scheppert da was? Kracht da was beim Fahren? Ich meine, Herr Riemann, wenn man sich das ein bisschen anhört, es ist halt jetzt alles Plastik und wenn du das hörst, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Aber es ist ein eigentlich komfortables, großes Auto. Fakt ist aber, es gibt von außen gravierende Mängel, wie zum Beispiel das oder eben das.
Was definitiv super ist bei dem Auto ist, wenn man nur so kurzfristig lädt. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel wie jetzt, wir haben bei ungefähr 30% gestartet, haben auf ungefähr 70% hochgeladen. Das ist jetzt gegangen innerhalb von 20, 25 Minuten. Wenn man jedoch aber full ladet, dann dauert das ewig und noch 3 Tage. Das Thema ist, beim letzten Mal, wo wir laden waren, haben wir full geladen auf 100%. Da waren wir ein Dreiviertelstunden und das Auto war noch immer nicht 100% voll, sondern wir hatten nur 98%. Das ist in meinen Augen absolut verbesserungswürdig. Worüber ich in dem Zuge sprechen will, ist, da gibt es so Features wie dieses Furzen oder das Jingle Bells für Weihnachten. Und gleichzeitig gibt es dann aber so gravierende Mängel. Ich muss ehrlich sagen, was mich dabei relativ stört, ist die Tatsache, warum konzentriert man sich bei Tesla nicht drauf, ein Auto zu bauen, das wirklich gut ist, wo diese Fehler eben nicht sind wie ein Regensensor. Oder die Verkehrszeichenerkennung, die teilweise wirklich Schrott ist. Also es tut mir leid, noch schlechter kann der nicht arbeiten. Verglichen jetzt zu meinem Mercedes. Also das sind wirklich Schwächen pur. Aber es gibt auch Sachen, die wirklich gut sind, die mir wirklich gut gefallen. Zunächst ist es einmal die Tatsache, wie diese Ladebuchse. Oder aber auch dieses Riesenfach in der Mitte. Da kannst du, weiß ich nicht, was drinnen haben, da kannst du 2 Liter Cola rein tun, also das ist unglaublich groß. Was halt noch coole Features sind, sind so Sachen wie eben Schiebedach öffnen. Du kannst es prozentual öffnen, soweit du magst. Die Qualität vom Schiebedach ist aber wieder so ein Thema, weil vorne ich kann das jetzt nicht einmal aufmachen und demonstrieren, was uns hört mir nicht mehr beim Rennen. Wenn wir das öffnen, dann merkt man ganz klar diese Abweisung, also dieser Windabweiser da vorne, der flattert bei 80 km/h bereits herum und das ist wirklich, also tut mir leid, das ist Sätzen 5. Für die Stadt allerdings super. Und genau bei dem Thema möchte ich auch bleiben, weil auf der Autobahn ist das Auto eigentlich nicht wirklich zu brauchen. Natürlich, du kannst weitere Fahrten damit machen. Er ist sehr gemütlich zum Fahren, das muss man auch sagen. Er hat da genug Power, muss man auch ehrlich sagen. Aber es bleibt halt immer noch das Thema, vom Fahren her ist einfach, die Lenkung ist eher schwammig. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das Fahrwerk wäre gut oder sonst irgendwie. Du merkst einfach, es ist ein sehr junges Unternehmen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich halte es für ein Auto, das ich hauptsächlich in der Stadt nutze, eigentlich für sehr gut. Und wenn wir uns jetzt ehrlich sind, so ein Renault Zoe kostet ungefähr den Betrag von dem Fahrzeug. Da muss man dann fast sagen, okay, da würde ich dieses Auto bevorzugen. Und nicht nur bevorzugen, sondern sogar eher kaufen. Weil ein Faktum ist, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin und bevor ich mir so einen kleinen Zoe kaufe ich mir lieber so einen großen, weil die E-Parkplätze, die haben sowieso, du hast eigentlich fast immer frei, in der inneren Stadt über Nacht und so. Das Thema ist halt, du musst das Auto entweder täglich laden können, wenn du jetzt in die Arbeit fährst, weitere Strecken oder so. Oder, und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig das Problem, wenn du jetzt so ein Auto kaufst und du fährst nur zu den Schnellladesäulen, dann ist es zwar sehr günstig, aber nicht unbedingt brauchbar, weil die Ladezeiten sehr lang sind und wenn du drüber stehst, zahlst du Strafen. Das steht dann aber auch, wenn das sehr stark frequentiert ist, zahlst du für jede Minute, die du drüber bist, zahlst du einen gewissen Betrag. Ich weiß nicht genau welchen, ich habe versucht das herauszufinden, ich habe es bis jetzt nicht herausgefunden, aber es steht, du zahlst eine Strafgebühr. Das heißt im Endeffekt, du musst am besten zu Hause laden, entweder hast du ein Haus, dann kann ich das daheim tun, dann kostet es mal wieder Geld. Oder ich fahre eben wirklich so wenig, dass es reicht, dass ich einmal in der Woche, weiß ich nicht, gut ins Fitnessstudio gehe und gleichzeitig mein Auto tut einmal full load in der 1,5 Stunden. Das würde definitiv funktionieren. Nichtsdestotrotz sind halt wirklich von außen massive Schwächen beim Bauen ersichtlich. Das möchte ich euch dann nachher noch genauer sagen. Ich habe euch hier schon die Bilder auch eingeblendet, aber das ist in meinen Augen echt hardcore, wie schlecht die Qualität von außen ist. Also so Dinge wie zum Beispiel die Spaltmaße, also das ist verheerend. Ich bin jemand, der bei der G-Klasse in Graz arbeitet. Wenn wir die G-Klasse so verkaufen würden, dann hätten wir da, glaube ich, keine Autos verkauft. Das muss man ganz ehrlich gestehen.
Nichtsdestotrotz, in meinen Augen ist so ein Auto immer noch besser, als ich kaufe mir so ein Renault Zoe oder sogar ein Twizy oder diese Skoda Evoque oder Enkei oder wie die heißen, keine Ahnung, diese Elektroautos, es tut mir leid, das wird nie meine Welt sein, aber nichtsdestotrotz ist es de facto für den einen oder anderen brauchbar in meinen Augen, ja. Aber da werden wir beim Fazit eh noch mal näher darauf eingehen. Fakt ist, es gibt massive Probleme, Verkehrszeichenerkennung, Regensensor, also Tesla setzen 5. Ein Thema ist auch noch interessant, also wir haben das Auto jetzt de facto 2 Tage insgesamt gehabt, um das ausführlich zu testen. Es ist tatsächlich so, mit den Reichweiten, über das wollte ich auch noch mal kurz sprechen. Also Tesla gibt das Fahrzeug mit 400 Kilometer an. Ist nicht einmal annähernd erreichbar. Also das ist Utopie. Wir haben gestern in der Früh haben wir ungefähr 3 Grad gehabt. Dort war nicht einmal dran zu denken. Also da bist du ganz, ganz weit davon entfernt. Da schaffst du, wir sind jetzt insgesamt 500 Kilometer sowas gefahren damit. Ich musste, also wir haben einmal eben full geladen, dann sind wir 250 Kilometer gefahren und da waren ungefähr 8% Batterieladung im Auto enthalten. Und das eben an kalten Tagen. Ich habe mir vom Eigentümer aber auch sagen lassen, dass wenn du das Auto voll ladest und dann in die wärmeren Zeiten fährst, dann schaffst du tatsächlich um die 350, wenn du nicht viel Autobahn fährst. Also eher Landstraßen oder Stadt, dann ist es eher machbar. Natürlich, wenn es zu heiß wird, ist auch wieder blöd, weil dann muss die Klima kühlen. Ne? Also es ist das Zwischending, laut dem Inhaber, sage jetzt einmal zwischen 10, 15 Grad bis 20, 25 Grad, wo die Klima eine Druckleistung leisten muss und gleichzeitig aber die Heizung nicht an ist. Ne? Nichtsdestotrotz, die Reichweite, die Tesla angibt, ist weit entfernt, also wirklich ganz, ganz weit entfernt. Wir haben auf der Autobahn einen Durchschnittsverbrauch von 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. In der Stadt bzw. Landstraßen kommen wir ungefähr auf 16, 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also auf der Landstraße könnte ich mir vorstellen, dass wirklich, wenn du eine gute Strecke erwischt, wenn du einen ruhigen Gasfluss hast, viel rekuperierst, dass du auf 380 bis 400 kommen kannst. Da musst du aber schon ein Genie sein beim Fahren, beim sparsamen Fahren. Tesla ist halt ein sehr junges Unternehmen, das muss man ehrlich sagen. Wenn man sich das Auto anschaut, es ist einfach ein junges Unternehmen. Es hat irgendwo innovative Ideen, aber gleichzeitig, so wie diese Furzkissen, sage ich egal, jetzt hinterher gleich, oder dieses Jingle Bells Blödsinn, das ist einfach nicht brauchbar, liebes Tesla. Schau es lieber, dass ihr solche Fehler begeht, dass ihr zukünftig keine Spaltmaße habt, die katastrophal sind. Schaut zukünftig bitte, dass ihr das Auto besser kriegt, fahrdynamischer, agiler. Ich meine, so ein E-Motor ist natürlich sehr agil, der gibt dem Auto sehr viel Agilität retour, aber auf Langstrecken, wie gesagt, ist sehr wenig brauchbar. Schaut einfach, dass dem Auto ein gutes Fahrwerk verbaut. Es gibt so gute Hersteller, Mercedes kriegt es immer hin, dass das Auto in der perfekten Lage perfekt funktioniert. Warum nicht Tesla? Wir reden doch von der gleichen Preiskategorie Neuwagen. Nur gebraucht ist das natürlich was anderes. Ne? Deshalb, mein Fazit ist und bleibt, für gewisse Personengruppe ja, für alle auf gar keinen Fall. Wird sie nie durchsitzen, wird nie funktionieren. Also wenn wir davon reden, eine Person kauft sich so ein Fahrzeug, der im Jahr 30.000 fährt, für den ist es unbrauchbar. Also definitiv unbrauchbar. Weil wenn ich jeden Tag laden kann und daheim und ich fahre nur in die Arbeit 70 Kilometer hin und retour, dann geht das auch noch. Aber dann stellen wir natürlich die Menschenkosten beim Strom. Also ist das so eine Frage. Das heißt, wenn ich mir so ein Auto kaufe, dann muss ich die Schnellladesäule nutzen, aus meiner Sicht. Das heißt im Endeffekt, wenn wir sowas wollen, ja, okay, aber dann muss ich einer sein, der im Jahr vielleicht 5.000 bis 10.000 Kilometer fährt. Dann kann man das nutzen, dann ist das wirklich machbar und machbar, kann man nur so sagen. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Bitte, bitte, liked, kommentiert und teilt das Video.
Das kostet euch nichts, mir hilft es enorm und wir alle werden am Ende was davon haben. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Benzpost.